Joa. Was haben wir denn noch? Todesmeldungen noch? Westerwelle? Guido Westerwelle? Ja, Guido Westerwelle. Im März. An Leukämie gestorben. Auch nicht schön. Ach so, das... Naja, das ist... generell in 2016 sind echt viele... sagen wir mal, gestorben. Ja. Sagen wir mal, gestorben. Das ist gut formuliert. Von uns gegangen. Sagen wir mal. Warte mal, was war Leukämie nochmal? Blutkrebs. Blutkrebs. Ja, dann hat die EU mit der Türkei einen Flüchtlingspakt abgeschlossen. Äußerst umstritten im März. Bin ich auch der Meinung, dass das nicht gut war. Und im gleichen Monat gab es dann irrwitzigerweise wieder IS-Terror. Da in Brüssel. Na, an dem Flughafen 30 Tote. Mehr als 30 Tote. War ja nicht anders zu erwarten. Ne? Ja, zwei Tage später wieder eine Todesmeldung aus der Promi-Welt. Roger Cicero, auch tot. Hans-Dietrich Genscher, auch im März verstorben. Waren so viele. Ja, und im März ging es natürlich auch noch richtig rund in Sachen Comedy und Nicht-Comedy und Satire und Nicht-Satire. Da entstand für mich die Hassfrage 2016, was darf Satire? Richtig. Jan Böhmermann zum Beispiel war so ein Knallkopf-Affären-Ding im Jahr 2016 mit seinem Schmähgedicht über Erdogan. Satire ist sowieso so ein ganz großes Thema, wo man sich eigentlich so richtig weit drüber unterhalten kann. Da hat jeder halt eine andere Meinung zu, weißt du? Das ist richtig. Aber ich fand, Jan Böhmermann, das war nicht so ein sauberer Zug. Nee, das war nicht gut. Das hätte anders lösen können. Das ist wahr. Und dann ein denkwürdiger Tag war der 21. April, wenn ich das richtig notiert habe. Da ist Prince gestorben. Oh ja. Ihr wisst April? Schon. Ja, im April. Heilige Maria. Ja. Das ewig her. Der mit seinem... Ja, genau. Ja, genau der. Naja. Ja, und natürlich brandaktuell vor gut einem Monat Berlin. Ja. Auch so ein Thema. Ja. Können mich heute noch drüber auskotzen. Ja. Dazu fehlt mir eigentlich, dazu fehlt mir jegliche... Ja, Wortwahl. Egal, was ich jetzt sagen würde, man müsste es zensieren. Dazu fehlen einem generell jegliche Worte. Ja, nur weil da irgend so ein, ja, nennen wir es mal, gelinde Idiot. Mag ich so sagen. Bisschen blöd wird. Sterben viele Menschen, weil der Penner mit dem LKW, mit einem geklauten LKW da reinfährt. Naja. Wir wollen alle mal hoffen, dass 2017 besser wird in der Hinsicht. So, das war. Das ist wahr. 2016 war. Sagen wir es mal milder ausgedrückt. Für die Toilettenschüssel. Ja. Ich würde jetzt mal so sagen: 2016, also im Weltgeschehen. War 2016 wahrscheinlich der Vorbote für das, was alles noch kommen wird. Hoffe nicht. Ja, es gibt ja in den USA gibt's so ein, nennen wir es Gay Club. Da gab's Schüsse, 50 Tote, nur weil irgendeiner einen Hass auf Schwule hat, ganz ehrlich. Muss nicht sein. Ja. Warum? Eben. Dann stirbt unnötig. Götz George. Durch was der denn? Bitte? Durch was ist der denn gestorben? Ja, wahrscheinlich Altersschwäche. Ja. Die Briten wollen aus der EU, haben für den Brexit gestimmt. Auch so ein Ding, wo ich sage, Alter, erst einen auf, ja, lass uns hier ein Bündnis machen, bla. Und als sie merken, es läuft nicht so, wie sie das wollen, verpissen sie sich.
Aber ganz ehrlich, ich bin der Meinung, man sollte das auch mal laut sagen, der Sinn dieser Europäischen Union ist eigentlich gar nicht der Regulierungswahn. Der Sinn dieser Europäischen Union ist übrigens der, dass es seit über 70 Jahren Frieden in Europa gibt. Sollte es eigentlich. Ja, ist auch so, weil früher haben sich die Europäer immer gegenseitig immer wieder angegriffen. Jetzt ist mittlerweile seit über 70 Jahren Ruhe in Europa und ich bin der Meinung, das kann auch mal jemand laut sagen, weil das ist der Sinn einer Union. Sagen wir mal in Anführungsstrichen Ruhe. Ja. Weil es gibt ja definitiv noch Sachen, wo ich sage, da könnte mehr Ruhe sein. Da sollte mehr Ruhe sein. Da sollte mehr Ruhe sein. Vor allem, was das Thema Bundestag angeht. Da ist immer noch so ein großer Berg an Sachen, wo man eigentlich sagen muss, Leute, warum macht ihr das? Das ergibt gar keinen Sinn. Gerade mit ihrer Flüchtlingspolitik. Ich meine, weiß nicht, ob man das so sagen sollte oder darf, aber es ist ja nun mal rausgekommen, ich weiß nicht, ob es offiziell ist, aber es ist ja nun mal rausgekommen, dass genau der Berliner Anschlag von einem Flüchtling geübt wurde. Ja, aber du kannst trotzdem nicht alle über einen Kamm scheren. Das will ich aber halt. Darfst du ja auch nicht. Das wäre nämlich nicht in Ordnung. Richtig, das will ich auch gar nicht. Aber man muss dazu sagen, dass diese Flüchtlingspolitik nicht das Wahre ist. Weil eben genau das, was passiert ist, nicht passieren dürfte. Ja, aber genau das passiert. Richtig, das ist der Fehler da dabei. Finde den Fehler. Ja. So, ich bin jetzt hier so ein bisschen... Und dann die Top-Meldung. Leider traurig, leider war der einer der größten Helden meiner Kindheit... Bud Spencer ist von uns gegangen. Das war für mich ein Schock aus der Promi-Welt. Ja. Blummer hätte es gar nicht kommen können. Ne. Und wer Bud Spencer nicht kennt, gerade von den jüngeren Zuschauern, mein lieber Schwan, guckt euch Bud Spencer-Filme an. Ich würde sagen, Bildungslücke, wer den nicht kennt. Das ist eine Riesenlücke. Meine Freunde. Ja. Portugal gewinnt die EM. Und Pokémon Go hat Deutschlands Straßen erobert für ganz kurze Zeit. Für ganz kurze Zeit. Ja, und ruckzuck war es wieder weg. Richtig. So, und wo wir noch von Berlin gesprochen haben, den Anschlag gab es ja auch im Juli in Nizza, Frankreich. Da gab es allerdings mehr als 80 Tote, wo so ein LKW-Fahrer einfach mal in eine Menschenmenge gefahren ist. Ja. Und so ziemlich genau einen Tag später gab es einen Putschversuch, einen Militärputschversuch in der Türkei. Und auch da scheiden sich die Geister. War das wirklich ein Putschversuch? War es eine gestellte Szenerie, um per Dekret regieren zu können? Weiß man's? Stellt man sich natürlich auch die Frage, ne? Verschwörungstheorien werden laut. In vielerlei Hinsicht. Ich will ja nicht dazwischen quatschen, aber ich will hier mal ein bisschen was zum Spielgeschehen beitragen. Echt? Ja. Also ich wollte das Ganze eigentlich hier so ein bisschen umbauen, weil ich finde, wenn ich jetzt hier so das Holz habe, passt der Boden hier von dem Raum generell, der passt nicht ganz so dazu. Okay. Ich würde ganz gerne für die Decke die Lampen austauschen und würde die austauschen gegen die Lampen von Red Power. Jo, warum nicht? Gut. Und den Boden tausche ich aus gegen wie heißen die Dinger? Steinziegel. So. Ne. Doch. Oh. So, ich wüsste gern, wo diese blöde Spinne rum. Ach, da ist sie. Ach so, und wenn ich hier am Anpassen der Lampen gerade bin, kann ich auch mal gucken, dass ich den Raum irgendwie symmetrisch hinbekomme. Weil die Lampen hängen nicht unbedingt symmetrisch. Bist du symmetrisch?
Ich meine, wenn ich dich so angucke, du bist jetzt auch nicht unbedingt symmetrisch. Da hat er nicht ganz unrecht. Ja. Das linke Ohr hängt ein bisschen zu weit unten. So. Deine Beine sind auch ein bisschen weit hinten, scheint mir. Du könntest mal gucken, dass du nochmal so ein bisschen Steinziegel bekommst. Und könntest mal die Lampen holen. Was soll man denn hier eigentlich für Lampen reinmachen? Ja, das überlasse ich deinen fähigen Händen. Ich guck mal kurz. Steinziegel hast du gesagt, willst du, ja? Genau. Wie viele? Ich denke, 3 Stacks sollten reichen. Gut, ich nehme 6 Stück mit. So, mal gucken. Wir haben ein relativ rotes Holz. Wird in die Richtung weiß gehen, aber weiß ist ein bisschen zu hell, würde ich schon fast sagen. Ist das orange oder ist das gelb? Das ist orange. Was? Warum kann ich dir nicht folgen? Weil ich hier nebenbei NEI offen habe und mir mal so eben die Lampen angeschaut habe, die wir hier zur Verfügung haben. Ach so. Ja. Und ich bin aber am Überlegen, so entweder rote Lampen oder orange Lampen reinzumachen. Ich hätte lilane genommen. Lilane, wie kommst du da drauf? Getupft mit grünen Streifen. Fände ich jetzt nicht so hässlich. Doch, hässlich? Findest du nicht so produktiv? Nee, nicht so. Okay. Oder wenn wir es dezent haben wollen, hätte ich gesagt. Dezent. Hätte ich gesagt Brown Lamps, also braune Lampen. Weil ja, warum nicht? Die würden kann man sich. Machen. Aber wieso habe ich dafür. Ah, hier. Weil die, ja, das Holz ist ja auch recht braun. Braun. Was? Entschuldigung. Ach ja. Braune Hölzer, was? Was passt denn zu braun? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht also habe ich sie auch gerade einfach nur verhört. Bitte? Also ich schwanke zwischen orange und braun. Dann lieber die dunklere Variante. Also? Ja. Kannst du dich noch an Juli erinnern? Die Attacke im Regionalzug bei Würzburg? Wo so ein kleiner Wahnsinniger mal eben in der Machete durch den Zug gerannt ist? Nee. Weißt du nicht? Kann sein, dass ich das mitgekriegt habe, aber gemerkt habe ich es mir nicht wirklich. Okay. Aber irgendwie war da sowas, ja. Und den Freak in München? Gott. Der Amokläufer? Ja. Der Freak in München, ja. Der ja ein völliger Widerspruch in sich ist, ne? Das war ein Muslime, was ja an sich kein Problem darstellt. Ich hab gar nichts gegen Muslime. Ja, ganz im Gegenteil. Iranischer Herkunft, was auch kein Problem darstellt, hat sich aber irgendwie mit der möchte gern arischen Rasse irgendwie identifiziert. Also er hat gedacht, er wäre Arier. Oh, zumal der Begriff Arier an sich ja auch völlig falsch und geleitet ist. Aber gut, das lassen wir mal so stehen. Ja, weil diesen rechtsradikalen Mist gebe ich hier keine Anlaufstelle. Das sehe ich gar nicht ein. Muss auch nicht sein. Ja, also ich bewundere stattdessen lieber dieses wunderschöne Gebilde hier, dieses Schiff,